Was geht ab, YouTube-Freunde? Hier ist euer Face wieder mit einer neuen Let's Play-Folge zu Outriders. Wir haben in der letzten Folge Weltstufe 11 erreicht. Wir haben zahlreiche Missionen abgeschlossen, Nebenmissionen und Jagdmissionen. Wir haben ein paar Charakteranpassungen, die wir noch machen müssen. Und das alles werden wir jetzt hier in der Folge gemeinsam machen. Und dann geht's auch schon in Richtung Hauptmission. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt die Folge an. Viel Spaß! Wir haben Nebenmissionen abgeschlossen. Wir haben Jagdmissionen gemacht. Dann haben wir noch diesen mysteriösen Mann ich kann nicht mehr reden. Dann haben wir noch diesen mysteriösen Mann getroffen, der übrigens auch ein Veränderter war. Und ich glaube, der wird noch eine wichtige Rolle spielen. Hier bei diesem Monolithen. So, erstmal zurück. Zurück. Ne, da sehe ich was. Ah, Sumpfgebiete. Kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Hasse Sumpfgebiete. Ja. Ein Monolith. Habe ich da eingesammelt? So, ja. Wir haben hier nur noch die Hauptmission, Grenzland. Machen wir aber noch nicht. Und zwar folgendes. Ich werde jetzt erstmal die ganzen Nebenmissionen abgeben. Und zwar sind es die Nebenmissionen gesucht. Historiker. Ja. Okay. Also einmal nach Trenchtown und Rifttown. Bei Jacob. So, wir fangen mal ruhig mit. Ich kenne Typen wie Kang und seine Leute. Ah, Zeugner Ruhe jetzt, ohne ey, du Aufgabe. Alkoholiker, haben keine Wahl als zu plündern. Haben keine Wahl, du bist auch so ein Wal, ey. Ich habe mir natürlich wie immer den Weg nicht gemerkt. Deswegen einfach mal zum Beispiel gesucht Blitzkrieg markieren. Aber laufe schon richtig. Hoffentlich holt mich einer ab. Achtung, tritt nicht in die Kürze. Was wir schon mal machen können, ich weiß aber nicht, ob das jetzt schon Einfluss hat auf bereits erledigte Missionen. Ich möchte nämlich schon mal die Weltstufe erhöhen, damit ich bessere Ausrüstung bekomme. Belohnung abholen. Habe ich. Und Weltstufe einstellen. Oh, ich hätte vielleicht erst die Weltstufe einstellen sollen, dann die Belohnung abholen, oder? Keine Ahnung. Naja. Ja, Weltstufe 11. Okay. Vielleicht hat das ja schon direkt Einfluss auf diesen Loot jetzt hier, den ich hier einsammle. Ja, der erzählt sowieso immer das Gleiche, wisst ihr. Stufe 33. Stufe 32, 31, die Handschuhe könnten mal ein Feintuning gebrauchen. Ja, ich nehme die Handschuhe. Gar nicht mal schlecht. Okay, danke. Du weißt, Monster werden sich nicht von selbst umbringen. Ich finde aber hier an den Trophäen merkt man, wie ähnlich sich die ganzen Monster sehen. Also ich finde, die Gegnervielfalt ist zwar so da bei Outriders, aber jetzt auch nicht so krass. Aber ich habe schon einiges gesammelt. Hat der nicht irgendwo die Köpfe hier präsentiert, die ich schon gejagt habe? Nee. Wäre auch cool, ne? Die ganzen Menschenköpfe. Ziel. So. Automatisch rufe, da bin ich jetzt nicht so ein Fan von. Scharfschützen-Geschichte brauche ich auch nicht. Ja, komm, ich nehme einfach mal eine neue Pistole. Immer ein. Ich muss weiter. Oh, oh! Ich habe da was Goldenes bekommen. Guck ich mir sofort an. Ich gebe jetzt nur noch die eine Mission ab. Weil dann kann ich, da mache ich nämlich alles auf einmal. Dann passe ich meinen Charakter einmal kurz mit euch zusammen an.
Das geht aber recht schnell, aber dann können wir uns mal alles einmal gemeinsam angucken. Ich habe da was Goldenes bekommen. Ich lasse mich noch überraschen. Jetzt einmal noch hier zu Rift Town. Hier, historische Erinnerung, ja. Schnell zu der Dame laufen. Da nochmal die Belohnung abholen. Markieren, historische Erinnerung. Ich habe was Goldenes bekommen, Leute. Bitte eine Schrotflinte, bitte eine Schrotflinte. Boah, dann feiere ich das so ab. Ich zock so gern mit der Schrotflinte und für meine Klasse auch so wichtig. Ich brauche jetzt eine goldene Pumpgun. Gönnt mir einfach. Du sagst auch immer das Gleiche, deswegen Ruhe, Familienfoto. Möchte mal sehen, wie das aussieht. Sie sehen glücklich aus, oder? Aber vielleicht erinnern sie dich an Personen, an die du nicht mehr denken möchtest. Oh, ist das nicht Drake? Von Uncharted? Wir alle haben Menschen, an die wir uns nicht erinnern möchten. Ich glaube, so viel mit. Aber eines Tages wird niemand mehr übrig sein, um sich zu erinnern. Dann tut's wenigstens nicht mehr weh. Wäre doch schön. Ja. Ach, Blau. Weg damit, freu mich. Ach, hier sind auch meine bereits gesammelten Sachen. Das ist aber auch cool. Das sind so kleine Details, die mir gefallen. Dass man hier sich die Sachen angucken kann, die man bereits gesammelt hat. Okay. Ich bin gespannt. Ich rede viel. Direkt erstmal zerlegen. Brauche ich nicht. Aber ich fange mit den Waffen an. Was ist das? Leichtes Maschinengewehr habe ich bekommen. Und was ist das hier nochmal gewesen? Pumpgun. Ich habe noch eine Pumpgun. Oh! Kein Sinn, Leute. Das ist, glaube ich, die neue Waffe, die ich bekommen habe. Aber ich sehe gerade, dass ich auch schon eine Pumpgun hier hatte. Hatte ich vorher gedroppt, einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Oh Gott. Aber warum ist die nicht besser? Der Vergleich. Warum ist die Pumpgun nicht besser? Also meine jetzige Waffe hat den Lebensentzug, Schaden auf kurze Distanz, kritischer Schaden, Statuskraftschaden auf kurze Distanz, hat die neue Pumpgun, die alte hat die Kette, während die neue Killshots lassen Gegner explodieren, die dadurch 5000 Schaden verursachen, multipliziert mit der Anzahl von Gegnern, okay, auch cool. Und Kettentest Todes gegen Sturmpeitsche, Schüsse rufen Blitze, Sturmpeitsche, kann ich mal reden. Ich nehme die neue Waffe, aber warum ist die diese eiskalt schlechter? Ich muss mir mal dann die Attribute genauer angucken. Hier nehme ich dann auch direkt eine goldene Waffe, leichtes Maschinengewehr. Geil. Okay, die neue Pistole habe ich ja auch. Ja, 33, ja, wir nehmen diese. Okay, bei den Rüstungen lohnt sich da der Tausch? Ne, ich glaube, bei den Rüstungen lohnt sich das erstmal nicht. Nur bei den Handschuhen. Alle auf 33. Ich habe nämlich Anomaliekraft. Waffenstärke wäre nicht schlecht. Max Leben. Bonus Waffenstärke habe ich hier. Anomaliekraft. Ja, und dann muss ich hier geliehene Zeit draufballern. Geliehene Zeit, du erhältst einen Bonus von Rüstung sowie 30% Widerstand. Okay. Und den Rest kann ich zerlegen. Mache ich jetzt auch. Also ich guck mal jetzt kurz was. Krass, ich habe jetzt mal so geile goldene Waffen endlich. Muss meine Ausrüstung verbessern. Fangen wir mal hier mit meiner Pumpgun an. Warum ist sie denn schlechter gewesen als die andere? Verstehe ich immer noch nicht.
Kritischer Schaden, ich glaube, ich nehme davon. Okay, 2100. Mach ich mal auf 3. Statuskraft, da habe ich auch genug. Auch auf 3 und Schaden auf kurze Distanz. Ja, komm, nehmen wir auch mal eine mit. Okay. Dann Stufenaufstieg. Maximalstufe wäre 35, die sind auf 33. Boah, mache ich das? Nein, 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 ich behalte Titan wirklich für Endgame-Content. Okay, das lasse ich so. Hier höre ich auch mal kurz die Attribute. Rüstungsdurchschlag, wie viel habe ich davon? 1, 2, 3. Heilung erhalten. Ja, mache ich auch alles auf 3. Und Schaden auf kurze Distanz mache ich auch auf 3. Ansonsten, das kann man auch erstmal lassen. Und bei den Handschuhen. Das war mir noch wichtig. Attribut erhöhen, Waffenstärke. Ja, Statuskraft. Kann man auch nochmal 2 mitnehmen. Und Schaden auf lange Distanz. Ja, komm, nehme ich auch mit. Alles gut. Machen wir so. Aber Ausrüstung modifizieren. Das war nämlich geliehene Zeit, was ich hatte. Wo war das denn mit der Rüstung? Auf Rüstung sowie 30. Ja, das war's. So. Okay. Jetzt sieht mein Charakter so aus. Aber mit der Pumpgun, warum ist sie nicht so stark? Das finde ich ein bisschen komisch, dass sie nicht so stark ist. Naja. Weltstufe 11 und wir können, glaube ich, Grenzland starten. Dafür muss ich aber nicht hier zur Flagge. Ah, Orientierung gleich 0 gerade bei mir. Woran liegt das, Leute? Ihr könnt mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Ich habe, also mir einfach mal helfen oder mich aufklären, ich habe meine lilane Pumpgun Level 33 getauscht gegen eine goldene Pumpgun. Level 33, die ist aber von der Waffenstärke her weniger. Warum? Und auch die anderen Werte waren alle entweder gleich gut oder, und der Schaden war aber trotzdem ein bisschen weniger. Oder glänzen die goldenen Waffen eher dann von den einzigartigen Perks? Oder habe ich keine einzigartigen Perks? Ich habe eigentlich, glaube ich, selten goldene Waffen benutzt. Ich bin da noch ziemlich unerfahren. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, mir da so ein bisschen helfen. Danke dafür. Wo geht's jetzt hier lang? Wie sieht denn die Waffe aus? Alter. Okay. Hey, Chana. Und die Waffe? Noch bewusstlos. Dass er unterwegs ist, hilft nicht gerade. Ich weiß, geil, dass ich keine Entschuldigung für das gibt, was sie getan hat. Hört sich an, als würdest du es entschuldigen wollen. Also, Bailey war genauso Corrigans Sklavin wie ich. Aber wobei, meine Pumpgun sorgt dafür, dass die Gegner explodieren. Das ist natürlich auch geil. Vergiftet. Du hast nie versucht, mich zu töten. Sag Bescheid, wenn sie wach wird. Eine Kiste wieder. Ah, blaue Sachen noch bei Weltstufe 11. Unglaublich. Na? Boah, ich sehe schon irgendwie cool aus. Keine Ahnung, irgendwie gefällt mir dieser Look gerade. Und ich will jetzt meinen neuen Waffentest. Was ist das denn für so ein Anomalieblitz? Oh, die explodieren alle mit. Okay, okay. Ein töten, alle explodieren.
Ich kann jetzt nicht sagen, ob die Waffe stärker als meine andere Waffe ist, aber zumindest ist es so, dass ich die Perks geil sind, sagen wir mal so. So schlecht bin ich trotzdem. Boah, es war knapp. Okay, wobei ich kann es ja nicht vernünftig vergleichen mit der anderen Panther, weil ich auch jetzt Weltstufe 11 erreicht habe. Und ich glaube, jetzt teste ich nochmal mein Maschinengewehr einmal. Habe ich hier sonst eine Kiste oder so? Okay, was ist das denn für eine Architektur hier? Das Maximallevel ist so 30, oder nicht? Und mit den Expeditionen oder so komme ich auf 50. Boah, da habe ich aber noch einen weiten Weg. Wobei ich nicht weiß, ob ich die ganzen Expeditionen mache. Also, natürlich werde ich die Story natürlich durchzocken. Und dann gucke ich mal, ob ich da nochmal bei Expeditionen werde ich wahrscheinlich nochmal einmal kurz reinschauen. Aber ob ich jetzt Hardcore Endgame suchte, weiß ich nicht. Das werde ich dann einfach mal situationsbedingt entscheiden. Ja. Ja, okay. Also vielleicht die Maschine, die man hat, ne? Warum fliege ich da so rum? Oh nein, da kommt wieder so ein Riesenviech. Bitte nicht. Bitte nicht. Okay, die explodieren schon mal geil. Okay, das Riesenviech. Okay. Er hat einfach kaum Schaden genommen. Ah, alles klar. Drei Jahre später. Boah. Das ist ein bisschen hardcore jetzt. Fast tot. Geil. Komm. Komm, 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 komm. Jawohl, komm, baller noch auf diese Bombe. Okay, diese Bombe ist doch geil. Du Bombe ist die Waffe geil. Ich nehme meine Aussage ein bisschen zurück. Weil die profitiert ja davon, dass man halt immer ein Magazin komplett durchdrückt, damit die Feuerrate sich erhöht. Bei den kleinen Viechern ist das jetzt nicht so zur Geltung gekommen wie bei den Bossen jetzt gerade. So, da haben wir schon mal eine Kiste. Blau, geil. Okay, hier erwartet mich jetzt ein ganz großer Kampf. Das sehe ich jetzt schon.
Das, oh Gott, das sehe ich jetzt schon, Leute. Entweder eine heftig große Gegnerwelle oder ein Was Riesenmonster. haben wir denn Aber hier? so oder so werde ich verzweifeln. Räume die Plaza frei. Okay, gucken wir, was mich jetzt hier erwartet. Für die brauche ich keine türkischen Kugeln. Lohnt sich bei denen jetzt nicht zu aktivieren, bei den kleinen Viechern. Bei dem Unkraut. Okay, die gehen also noch. Wer ist da? Bei dem lohnt sich das. Bei dem da hinten. Okay, ich mach das jetzt sogar direkt. Direkt von hinten. Nein! Was geht denn ab? Warum ist das Spiel so hardcore? Ich gucke mich jetzt erstmal hier so ein bisschen rum. Ich weiß halt nie, was ist schlauer. Erstmal den Boss zu legen und dann diesen kleinen Kram. Weil der Boss macht halt den heftigsten Damage und ist schwieriger sozusagen zu umgehen. Oder kümmert man sich tatsächlich erst um die ganzen kleinen Viecher und macht dann anschließend den Boss 1 gegen 1. Da bin ich immer noch mal so ein bisschen am Struggeln. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal das so machen, dass ich wirklich erstmal alle kleinen Viecher töte und dann wirklich noch 1 gegen 1 gegen den Boss. So machen wir das. Und das Gebiet ist so groß. Ich möchte eigentlich erkunden, bin aber auch so ein bisschen faul gerade. Ja, nee, komm. Oh, nee, Moment, das können wir schon mal nehmen. Boah, das ist das große Tor. Alter. Oh, kann ich noch nicht. Alter. Ja, komm, das mache ich danach, bevor wir jetzt alle hier ungeduldig werden. Gibt es nicht so eine passende Stelle, wo ich mein Portal aktivieren kann? Noch so ein bisschen in Deckung bin. Zum Beispiel hier. Soll ich noch hier hinkommen? Ja, kommt doch alle hier hin. Ja, hier fühlt es sich schon sicher an, finde ich. Ich spiele echt wieder eklig, ich merke das jedes Mal. Aber es muss sein. Und jetzt kommt zu viele, ich habe jetzt alle Bugs doch aktiviert. Weil es sonst echt nervt. Es muss sein, es muss sein. Einfach. Boah, die haben aber echt viel Leben. Okay, down, down. So, der muss auch sofort weg. Oh Gott. Hau ab. Boah, das Spiel leckt gerade. Das Spiel leckt gerade wie verrückt.
Der Boss kommt, ich muss weg. Oh Gott. Oh Gott, weg, weg, weg. Bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Bitte. 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 Okay, da ist der Boss. Okay. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Boah, warum leckt das Spiel gerade besser? Ich ziehe das jetzt diese Folge durch. Ich raste nicht aus. Nein, ich raste nicht aus. Ich ziehe das jetzt diese Folge durch. Ich will es unbedingt auf Weltstufe 11 schaffen. Falls das in dieser Folge nicht schaffen sollte, neige ich dazu, das in der nächsten Folge dann runterzustufen, weil es ist die Hauptmission. Ich muss diese Mission jetzt machen. Ich kann jetzt auch nicht umgehen. Aber ich möchte euch das jetzt auch nicht antun, dass ihr da jetzt irgendwie zwei Folgen zuseht, wie ich hier die ganze Zeit verrecke. Aber ich möchte auch nicht so schnell aufgeben. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ich ziehe das jetzt noch diese Folge durch. Ich will es auf Weltstufe 11 schaffen. Weil mit jeder Weltstufe ist auch das Ausrüstungslevel, was man gedroppt bekommt, auch höher. Und deswegen möchte ich das auf dieser Weltstufe schaffen. Diese Folge noch und in der nächsten Folge tendiere ich dazu, dann eventuell zur Not die Stufen so ein paar bisschen runter zu machen. Damit wir jetzt hier nicht ewig hängen bleiben. Aber ich will es eigentlich so schaffen. Hardcore, Leute. Hardcore. So, ich halte jetzt auch meine Fresse. Ich halte einfach jetzt meine Fresse und konzentriere mich jetzt. Ich rede jetzt gar nicht.
Jawohl, Mann. Ja. Nein. Nein. Ich bin wieder einmal kurz ruhig. Verzeiht mir. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Das ist einfach Hardcore. Ich raff es nicht, wie man das Solo meistern soll. Ich war zwar kurz davor, es zu schaffen. Keine Checkpoints, nichts. Es ist einfach so Hardcore. Das ist unglaublich. Unfair. Es ist unfair. Ich schaff das jetzt, Leute. Ich schaff's jetzt. Weiten ein bisschen abschießen. Boah, das Spiel ist übelst laggy aktuell, komischerweise. Warum auch immer. War wieder ein bisschen knapper. Aber ich schaff's jetzt. Weg hier.
unfassbar. Der Weg zum Tor ist frei. Aber wie kriegen wir es auf? Wollen wir das überhaupt? Dieses Ding sieht doch aus wie die Pforte zur Hölle. Nur dieses Tor steht noch zwischen uns und... Leute, ich hab's geschafft. Ich hab irgendwie gar nicht... Alter! ...durch dieses verdammte Riesentor zu gehen. Was eine Erleichterung. Ich hab's geschafft, auf Weltstufe 11 100.000 Millionen Billiarden Trillionen Gegner zu töten, die mich alle gefühlt one-shotten. Oh, ich hab's geschafft. Alter Schwede, waren meine Hände verkrampft. Ich hab's durchgezogen. Ich bin ein wahrer Outrider. Hab auch noch dabei ordentlich gelevelt. Sowohl die Weltstufe als auch meine Charakterstufe. Alter Schwede. Boah. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Was war das denn, ey? Oh. Ich habe es einfach geschafft. Unglaublich. Es hat einfach nicht aufgehört. Ich bin gerade überglücklich. Das sieht man mir gerade nicht an, aber ich bin gerade echt entspannt. Also echt glücklich, dass ich das geschafft habe. Weil das hätte wirklich meinen Kopf gefressen. Ich hätte mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, Scheiße, du hast es nicht geschafft. Oh, jetzt musst du es wieder machen und wieder probieren. Eventuell die Weltstufe runtersetzen. Das kratzt auch immer so ein bisschen am Ego, muss ich sagen. Puh. Mir ist aber aufgefallen, dass diese Schrotflinte, die ich habe, extrem stark ist. Der Perk macht das. Killshots lassen Gegner explodieren, die dadurch 5000 Schaden verursachen, multipliziert mit der maximalen Anzahl von 6 Gegnern in einem Radius von 5 Metern, bla bla. Mir ist aufgefallen, dass der Schaden schon mal richtig gut ist, also ich one-shotte alle Gegner. Aber wenn da so mehrere Gegner sind, ich einen Gegner abschieße, sind alle direkt weg. Und mir ist auch aufgefallen, was ich übelst geil fand, selbst wenn da so ein paar Elite-Gegner dazwischen sind, die eigentlich deutlich mehr Leben haben, durch diesen einen Kill von einem kleineren Gegner reicht der Explosionsschaden insoweit aus, dass auch der Elite-Gegner direkt mit explodiert und stirbt. Das multipliziert sich ja. Deshalb ist es sogar eigentlich ein IQ 200 Play, wenn man sagt, man hat meinetwegen 5 normale Gegner, die man sowieso one-shottet, und ein Elite-Gegner. Keine Patronen auf diesen Elite-Gegner verschwenden, sondern einfach einen von diesen 5 kleineren abschießen. Durch diesen Multiplikator stirbt auch der Elite-Gegner mit. Das habe ich ja jetzt eben in dem Kampf auch oft genug ausgenutzt. Das hat mir auch so ein bisschen den Arsch gerettet in manchen Situationen. Geile Pumpgun, die gebe ich nicht so schnell ab. Die Dinger markiere ich alle. Was haben wir denn jetzt hier bei Lila? Hier nochmal 2. Oh, 35. Und ich bin bei 32. Max Leben. Ja, passt doch direkt. Türkische Kugel passt auch. Boah, dadurch geht meine Rüstung aber voll kaputt. Das muss ich ändern. Also die Brust behalte ich. Aber... Wo war das jetzt? Oder nee, das mache ich noch nicht jetzt. Das mache ich noch nicht jetzt. Das mache ich später. Okay, alles gut. Das mache ich später. Und bei den Waffen... Sorry. Oh mein Gott, wie sich das angehört hat.
Okay, weg damit. Dann Mission, Grenzland immer noch, Tagebuch, alles als gelesen markieren. So, Inventar ist auch fertig. Oh, ich habe keinen Klassenpunkt erhalten. Auszeichnungen. Wo denn und was denn? Nicht abgeholte Belohnung. Schließe alle gesuchten Missionen ab. Ach cool. Okay. Ja, Leute, weshalb ich das jetzt schon gemacht habe, ich glaube, das war es mit der Folge. Also ich habe jetzt extra nicht weitergespielt, sondern eher im Menü nochmal so alles erledigt. Diese Stelle hat mich fix und fertig gemacht und ich glaube, ich beende jetzt erstmal hier die Folge. Es ist sowieso jetzt die Zeit gekommen, also so oder so hätte ich jetzt die Folge beendet. Aber ich glaube, das ist so ein perfekter Abschluss und Hardcore war, also es war ein Frustfaktor Level 99, aber ich muss sagen, es hat auch unnormal Spaß gemacht. Es war am Ende so befriedigend, dass ich das geschafft habe und das waren ja gefühlt 100 Gegner und es hat so Laune gemacht mit der Pumpgun, dass alle explodieren. Und ich habe es geschafft. Ich bin zufrieden. Ich habe das bei Weltstufe 11 belassen. Ich bin fast Level 28. Auch geil. Ja, danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und für eure Geduld. Abonniert doch den Kanal, um mich zu supporten. Aktiviert die Glocke, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin's, euer Face. Ciao.